So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder. Ja, es ist der große Tag, wir ziehen zusammen. Endlich ist Nadine soweit und will mit ihren 19.000, das ist mal eine ordentliche Mitgift, oder? Hohoho, da werden wir richtig reich. Will auf jeden Fall zu uns ziehen. Das ist ja cool. Werden alle Besitztümer dieses Haushalts verkauft oder in den neuen Haushalt verschoben? Okay. Nice. Ist ja cool. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Jetzt haben wir zwei Sims. Endlich ist es soweit. Ich weiß nicht, was für Folge wir haben. Auf jeden Fall hat es ein bisschen gedauert, aber wir sind jetzt zu zweit. Und bald vielleicht sogar zu dritt. Ach, die war die ganze Nacht wach? Habe ich eben gerade den Erfolg freigeschalten. Ist ja herrlich. So. Als allererstes würde ich aber ganz gerne... mehr Auswahl. Freundlich. Die wohnt jetzt hier. Wir haben jetzt echt 23 Mille auf dem Konto. Ist ja heftig. So muss ich sie auswählen. Outfit ändern. Traurig, warum? Desinteressierter Seelenverwandter wegen Eifersucht. Du und dein Seelenverwandter seid für immer zusammen zu bleiben. Über Gefühle bloggen. Was ist eine Bloggerin? Ist ja, wie geil ist das denn? Die ist wirklich schwanger. $500 verdienen, wegen Bestreben herrlich reich. Was ihr Bestreben ist, herrlich reich? Da wollen wir doch mal schauen, dass wir das hier ein bisschen anpassen, oder? So, unser Bestreben mit der guten Liebe. Seelenverwandte, oder? Familie? Ich will, dass sie putzen. Familie. Die große Glückliche, dieser Sinn möchte einen großen, liebevollen Haushalt gründen. Zur Elternschaft bereit, Betreuerin, liebevolle Beschützerin, große, glückliche Familie. Dieser Sinn möchte eine Familie haben, die im Leben erfolgreich ist. Okay, wir nehmen das mal hier. Matriarchin. Das ist jetzt ihr neuer Ziel. Das ist jetzt ihr ultimatives. So, Locke küssen. Ah, guck, schon geht's los. Das brauchen wir, genau. $1000 für Kindersachen ausgegeben. Bisher nur 240. Okay. Ich würde ganz gerne sie ein bisschen umfitten. Nee, das nicht. Wir gehen mal an den... Aussehen ändern. Das wollen wir machen. So, da kommt die andere wieder angeschissen, die können wir gleich mal abschieben. So, und Locke macht hier weiter. Wo waren wir denn dabei? Programmieren. Oh, ach stimmt. Jetzt sind wir ja hier erst. So, meine Lieben. Jetzt wollen wir doch mal hier ein bisschen. Die ist echt schwanger. Wir wollen natürlich nicht zu viel an ihr ändern, ne? Also zu viel wollen wir nicht ändern, ein bisschen was. Das Grundlayout muss ich schon behalten. Klar. Die Haare könnte man natürlich vielleicht ein bisschen ändern. Jetzt, wo sie schwanger ist, ne? Jetzt macht sie mal ihre... Jetzt hat sie mal ihre Bitch-Locks hier. Die machen wir mal weg. Und geben ihr mal eine ordentliche Langhaarfrisur. So. In Ordnung. Die kann sie ja nicht die ganze Zeit, wenn sie da, wenn sie jetzt schwanger ist, so. Ja, aber ansonsten, so ihr Grundoutfit sollte man jetzt nicht groß ändern, oder? Was meint ihr? Vielleicht noch so ein anderes Top uns anschauen? Jetzt ist sie ja schwanger, jetzt geben wir ihr mal sowas da. Ein bisschen, natürlich ein bisschen langweiliger. Ach ja. Ja, langweilig ist es jetzt ja nicht unbedingt, aber... Ihr wisst schon, wie ich meine. So, dann natürlich die Röcke. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man geschwängert ist. Da geben wir jetzt mal so einen längeren Rock. Ja. Umstandsklamotten. Was passt denn dazu? Das hier? Was passt denn dazu? Weiß? Ja, ne, weiß passt eigentlich immer. Oder ist mehr so ein Grau ist das. Ja, oder weiß kann man das ja auch nennen. So, und dann müssen wir natürlich, meine Lieben... Das dürfen wir nicht vergessen, so einen schönen Screenshot müssen wir machen. Damit ich dann eben auch Nadine mit ins Bild nehmen kann. Mach mal ein schönes Gesicht, grinst mal ein bisschen. So, so,
Machen wir mal ein paar Screenshots. Irgendwas wird schon passen. So hässlich ist die gar nicht. Ne, also das waren nur die komischen Haare, die sie hatte. Jetzt geben wir ihr doch mal so ein bisschen Make-up. Wo haben wir das denn? Da. Na, gönn dir doch mal hier so ein bisschen... Was ist denn das? Kajal, Lidschatten... Wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Machen wir dir mal rot. Na, dann ziehst du dir mal einen Lippenstift auf. Wie sagt man da? So ein bisschen nur, ne? So Naturfarben, aber ein bisschen, bisschen halt. Na, und wie sieht's aus hier? Geschäftskleidung? Oh. Sportkleidung? Ja, Standard, lassen wir so. Schlafanzug. Da sollten wir vielleicht nochmal ansetzen beim Schlafanzug. Heftig, wie geil ist das denn? Boah, nee, so kannst du nicht rumgehen mit dem, wir brauchen was. Das geht ja nicht. Hier so ein langes T-Shirt, ein weißes. Ne, so weiß-blau. Und da machen wir auch passende Hosen. Hier, die hat sie da. Zack. Ja, so, die Plüscher hier. Können wir die auch ändern? Jo, die kriegt denn solche. Rosa. Passt doch. Schön. Alles klar. So können wir sie auch jetzt ordentlich einziehen lassen. $20.000 hat sie mitgebracht. Ich werde nicht mehr. Die hauen wir gleich auf den Kopf, ne? Sehr schön. Alles klar. Baggy macht mal weiter hier bei Programmieren. Freiberufliche Arbeit fortsetzen. Ja, und bei dir machen wir jetzt mal was Schönes. Wie sieht's denn bei ihr aus? Was brauchen wir denn da? Ist ja auch. Was macht's denn jetzt? Ausheulen. Mein Gott. Ja, die ist eifersüchtig, deswegen. Guck mal, der Anna programmiert und die heult sich da echt aus. Okay, alles gut. Na dann, surf ein bisschen im Internet. Okay, können wir nicht auch hier bloggen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Spielen wir so ein Spielchen da. Und dann gucken wir mal, wie wir das Traurige wegkriegen. Naja, es sind nur 5 Stunden. Das geht ja fix. Hat die eigentlich einen Job? Na, perfekt. Comedy ist hier begabt. Videospiele, Schelm und Charisma. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein ordentliches Buch. Erstmal kochen lernen, ne? Kochen? Die kann nämlich gar nicht kochen. Das kann nur Bergi, der kann besser kochen wie sie. Beziehungsweise Locke. Macaroni und Käse. So, probier dich mal in der Käsegeschichte. Oh Gott, wie sie rumschleicht. Also. Dann machen wir aus Nadine nochmal eine schöne Hausfrau. Die Bude ist eigentlich zu zweit. Ist die groß genug, finde ich. Also jetzt, ne, so grob gesehen. Ja, man geht sich schon schnell auf den Sack. Ne? Müssen wir noch ein bisschen optimieren hier. Oh, der PC ist kaputt. Auch komm, reparieren. Mach nicht lange rum. Gleich ransetzen. So, Nadine hat sie jetzt kochen erst gelernt. Der Hammer. Also Nadine muss so ein bisschen dieser normale Pol sein in dieser Beziehung. Also ich habe noch ein paar Ideen für richtig krasse Charaktere, aber wie gesagt, sie hätte ich ganz gerne da so ein bisschen mehr oder weniger als normalo. So, dann würde ich sagen, Kanal schauen und so ein bisschen kochen lernen. Oh, sehr gut. Locke ist durch. Dann geht's mit dem Programmieren weiter. Wie sieht's denn da aus? Oh, hat er schon 2 Jobs? Dann mach mal was Neues. Und zwar... Spiel modifizieren. Sportspaß. Genau. Wie spät ist denn das? 16 Uhr. Ah ja, sie lernt kochen.
Fein, Nadine, so ist gut. So muss das. Und dann kann sie auch so ein bisschen Gartenarbeit machen. Vielleicht wird sie auch noch Anglerin oder sowas. Oh, jetzt Kochduell. Ah. Das ist ja krass. Was hat's denn jetzt schon wieder? Desinteressierter Seelenverwandter wegen Eifersucht. Mann. Schon wieder ausholen? Sie räumt jetzt hier seinen Computerkram erstmal weg. Sehr gut. Also wir müssen das mal ein bisschen organisieren, sobald hier Locke fertig ist mit seinem Programmieren. Müssen wir, glaube ich, schauen. Wir gucken mal, was haben wir denn an Bücher? Bücher kaufen. Ah, Kinder? Fantasy? Kinder ist wichtig, weil Kind kommt ja bald, ne? Am Ende des Gehwegs. Eine brillant unbeschwerte Gedichtsammlung, die beweist, dass das Leben eines Kindes ein Ponyhof ist. Der Herr der Schaukeln. Das kaufen wir mal. Hausaufgaben erledigen ist ein wichtiger Schritt in Richtung gute Noten. Grundschul, das erste Einhorn. Die Kunst der Narwale. Was für ein Scheiß. Gibt's kein Pipi Kaka? Wie ich euren Vater abservierte. Romantik. Sachbuch. Pudding im Orbit. Oder Krimi. Fähigkeit. Geige. Schreiben. Programmieren, Fitness, Video, Kochen. Da haben wir es doch. In Ordnung. In Ihrem Inventar? Ah, das geht aber schnell. Das Buch ist schon im Inventar. Ah. Gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Dim, dim, dim. Was ist jetzt? Ausheulen wegen Traurigkeit. Ah, perfekt. So. Hat der Digga jetzt auch wieder fertig? Geht ja echt fix, ne? So, was sagt die Uhr? 18 Uhr? Ah, er dancet erst noch ein bisschen, klar. Macht natürlich Sinn, dann versuchen wir doch mal, Schreiben, Karriere, Spiel, Spielen, Sportspaß mit Mods. Ziehen wir uns noch mal ein bisschen das rein. Hey, bald können wir schon Spiele programmieren. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, haben wir wieder alles erreicht? Nee, Level 6 der Programmierfähigkeit fehlt uns noch. Dann müssen wir noch mal rangehen. Programmieren. So. Spaß ist durch. Jetzt, gucken wir mal, wie viel brauchen wir da noch? Oh, das geht ja echt zügig. Das ist ja echt nicht mehr viel. Sehr gut. Oh, das ist krass. Die ist schon wieder da. Also die müssen wir echt mal richtig, richtig abservieren, dass die nicht mehr kommt. Bitten zu gehen. Geht ja automatisch, ne? Nee, nicht aufstehen. Bleib mal sitzen. Die wird schon abhauen. Was haben wir hier? Schwanger. Erstes Trimester. Wegen Versuch, Baby zu machen. Sims, die keine Kinder mögen, fühlen sich nicht wohl dabei, schwanger zu sein. Ach du Scheiße. Stimmt, ja, sie wollte ja gar kein Kind. Oh, das ist ja natürlich blöd, ne? Sie mag keine Kinder, aber kriegt jetzt eins. Und Lebenswunsch ist, das können wir... Moment, wir machen das mal ganz anders. Und zwar, wenn sie eigentlich gar keine Familie will, dann macht das ja auch keinen Sinn, ne? Dann machen wir lieber Meisterköchin werden. Oder Vermögen. Defianz, oder genau... Staatsfeindin, Meister, genau, wir machen das so, siehst du? Was, Bonusmerkmal, Superhirn. Sportlich? Wissen? Nee. Liebe? Natur. Freiberufliche Angler als die Kuratorin. Freiberufliche, was machen wir? Genau, sie mag keine Kinder, hat gar keinen Bock, will lieber nur im Ding sitzen. Das machen wir, perfekt, perfekt.
Zehnmal etwas pflanzen. 10 Pflanzen jäten oder bewässern. Alter. Alter, das ist sau doof. Das passt bei ihr gar nicht. Moment, ich suche noch was Schönes aus. Was ist denn Beliebtheit? Witzbold, Freundin der Welt, Partylöwin, Serienromantikerin. Spieler erregen nie Eifersucht, was immer sie auch tun. Mit allen möglichen interessanten Leuten. Ach Gott. Das hier, Seelenverwandte. Gesellschaft. Sims in Gesellschaft stehen bestimmte Interaktionen mit ihren Gatten zur Verfügung, die ihnen helfen. Die, okay. Das nehmen wir jetzt, das passt am besten. Sie ist ja ein bisschen blöde. Ein bisschen blöde muss sie ja sein, ne? Als Pizzabotin ohne Job. Schwanger. Nach einmal rumvögeln. Man hat ja auch nicht wirklich alles richtig gemacht, oder? Das war ja bloß einmal, wo wir hier rumgeeiert haben. Oder einen Nachmittag, so muss man sagen. Und Abend und Nacht. So. Hat sie es durch? Oh, wie sie es mir hinlegt, ne? Ich bin noch ein bisschen ausgeheult. Alles klar. Wenn es ihr dann besser geht, mein Gott. Sich selbst vor dem Spiegel zu beruhigen versuchen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Dedetem. 10 erfolgreiche Küsse einleiten. Gucken wir mal, wie lange dauert das? 18 Stunden aktuell. Und wenn wir jetzt uns ein bisschen versuchen zu beruhigen, geht es eigentlich ein bisschen schneller, oder? Oh! Baden! Wir haben keine Badewanne. Was hat sie denn für Bedürfnisse? Hunger? Ja, dann öffnen. Kokette Herzklickse. So, dann nehmen wir uns mal ein Gerät, dann kann sie mal anfangen, hier ein bisschen aufzuräumen. Das sieht echt furchtbar aus hier. Oh, pardieu. Das wird doch eh nichts mehr. Mit dem Zureden. Mach mal was Sinnvolles. So. Oh. Weil sie angespannt ist, klatscht sie die Türen auch sauübel. Ist ja geil. Das ist ja krass. Warum sitzen die jetzt da? Ey, wir müssen echt mal gucken, dass sie ein bisschen aufräumt dann. Das hast du gekocht. Hallo? Das war deine Idee. Das reicht schon? Okay, die ist echt angespannt. Von Locke Kompliment bekommen. Oh, hat geklappt. Die ist erstmal hingelaufen und hier, guck mal da. Ah, die quatschen ein bisschen. Wie soll er sich denn konzentrieren beim Programmieren, wenn du hier rumquatscht? Oh, die ist echt angespannt. Wie er ihr jetzt Fastfood verkaufen will. Der Hammer. Okay, was mit Bücher? Der hat Bücher gekauft. Ach, muss ich ihm wahrscheinlich jetzt Rechenschaft ablegen, die Rechnung hinlegen, damit er es bezahlt. Ey, das schmeckt eh überhaupt nicht, ne? Aber ist egal. Das drücken wir jetzt rein, das packen wir da mal weg und dann wird... So, dann wird erstmal aufräumen. So. Gucken wir mal, dass sie alles jetzt zusammenräumt. Und hier ein bisschen, sauber macht. Locke kann jetzt die Arbeitsleistung hacken. Wow. Das ist ja geil. Locke. Arbeitsleistung hacken. Spiel spielen. Programmieren. Hacken. Einhorn-Lama-Rettungsfonds. Landgrabsystems. Lotario Treuhandfonds. Das machen wir mal. Arbeitsleistung hacken. Hat sie aufgeräumt? Sehr gut. Müll lernen. Quatsch nicht so viel rum. Schaff was. Ja, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Du wolltest hier einziehen, Madame. Einer muss ja hier was tun, ne? Also... Wie spät ist denn das? Och, schon wieder 10, ne? Okay, wir sollten nur echt uns langsam ein bisschen hier um Madame Butterfly kümmern. So.
Techtelmechtel. Mal gucken, ob wir so alles wieder hinkriegen. Jetzt schauen wir, pass mal auf jetzt. Bin mal gespannt, ob das wieder klappt. Uniyabu? Oh, jips. Wie es einfach alles regelt, oder? Wie es einfach alles regelt. Ey, unglaublich. Er kümmert sich den ganzen Tag nicht und dann... Ey, komm mal in die Kiste hier. Wenn du schon hier wohnst. Er kümmert sich den ganzen Tag nicht einmal. Guckt den ganzen Tag in die Kiste. Und dann wird er ein bisschen spitz und sagt sich, so, jetzt geht der Spaß erst richtig vorwärts. Sehr cool. So, dann würde ich sagen, liebe Leute... Im Großen und Ganzen kümmern wir uns, solange Locke da ist, kümmern wir uns um Locke. Und wenn er bei Arbeit ist, dann machen wir ein bisschen was mit Nadine. Gucken wir mal, dass wir die wieder ein wenig fit kriegen. Morgen müssen wir wieder arbeiten. Schade, schade. Was ist nun los? Freudig überrascht. Wegen gutem Techtelmechtel. Dieses Techtelmechtel war einfach unvergesslich. So, dann gehen wir los. Geh nochmal fix ein bisschen pinkeln und dann, essen können wir ja auch morgen, ne? Räumst du das Buch jetzt weg? Ajo. Die und ihre Ordnung. Ach, jetzt kommt sie hier rein. Ah. Techtelmechtel mit Nadine. Na? Es ist ja erst 11 Uhr. Und? Jawohl! Es ist einfach unglaublich! Alles ist ein Lusthaufen. Das geht ja gar nicht. Die hat schon gar keinen Bock mehr. Guck mal. Die hat schon gar keinen Bock mehr. Wie ihm alles egal ist. Die es komplett eskalieren lässt. Ich weiß es nicht, aber gut. Es funktioniert. Und solange es funktioniert, never change running system, sagt man auch so gerne. Perfekt. So, ich würde sagen, schlafen. Was macht denn jetzt? Komm, schlafen, bis morgen. Und hier machen wir so ein bisschen spülen, verwenden. Oh oh. Naja, spülen ist klar, das haben wir vorher schon angelegt. Jetzt wird es noch verwendet, oder? Hände gewaschen erst nach dem Spülen, klar. Und dann wird es erst verwendet und dann werden nochmal die Hände gewaschen. Und dann würde ich sagen, hier, komm, ist auch gut jetzt schlafen. Und dann sehen wir uns morgen. Jetzt haben wir eine Zwei-Mann-Familie. Ist gar nicht so einfach, alles zu managen. Gerade zwei Sims, natürlich. Oh, wer sind das? Luisa Jakob. Aha, ich verstehe. Mit Knack. Jetzt hat sie es doch wirklich tatsächlich kaputt gemacht. Pause. Können wir das jetzt nicht ersetzen? Ah ja, kann man neues kaufen. So, würde mal Zeit für ein besseres, ne? Wir müssen ein bisschen was investieren hier. Was haben wir denn hier so? Was gibt's denn da so? Nach Zimmer sortieren. Das ist Bad. Becken, das hatten wir vorher, das einfache. Ja, wir holen uns so einen schönen Tisch, ne? So eine kleine Kommode für, jetzt ist ja auch Madame Butterfly da. Da können wir das ja ruhig ein bisschen Ja, so. Ist ja immer noch alles eng, ohne Ende, aber... So, Waschbecken. Sie hat ja ein bisschen Geld mitgebracht, dann können wir es ja auch schön machen, ne? Heidewitzka. Ich denke, das passt am besten. Ja, so ein schönes. So. Perfekt. Super. Das ist toll. Sieht sogar ein bisschen ordentlicher aus. Ne? Ein bisschen ordentlicher. Noch nicht wirklich ideal. Extrem eng alles. Aber wir haben ja sowieso vor, ein bisschen später erst das Ganze auszubauen.
Beziehungsweise auch ein neues Haus zu bauen, ne? Klar. Man könnte alternativ auch das ausbauen, aber das will ich nicht. Ich will, wie gesagt, ich will auch selber eins bauen. Und wir sind ja schon jetzt ganz gut bestückt mit der Haushaltskasse. Ich denke mal, wenn wir da so mit zwei Personen... Müssen wir uns mal anschauen. Wir können ja mal einfach anfangen zu bauen und werden wir ja sehen, wie teuer das ist. Oh oh. Ach ja. Ihr geht's nicht so gut. Mit was fangen wir denn an bei ihr? Wenn sie ja schon kochen könnte, ne? Oh, ajo. Muss erstmal gekotzt werden, klar. Ah, das macht sie ja Gott sei Dank alles alleine. Und gleich wieder sauber machen, das Ganze. Schmutzig umgeben wegen schlechter Umgebung. Die meisten Sims mögen es nicht. Oh Gott. Da müssen wir echt ein bisschen dran arbeiten. Locke küssen. Wie lange muss denn der noch pennen, der Digga? Oh, ist auch fit. Dann machen wir mal ein Techtelmechtel morgens. Ne, wir müssen jetzt mal langsam hier ein bisschen normal machen. Romantik, küssen. So. Das versucht er jetzt mal zu organisieren. Werden wir doch hinkriegen, oder? Und weil sie ja noch nicht kochen kann, muss er nochmal heute Morgen was zaubern. So. Hol sie mal raus, genau. Mehr Auswahl, Romantik. Wir sind ja so, wir müssen ja Küsse einleiten. 10 erfolgreiche Küsse einleiten. Sollte doch jetzt klappen, oder? Jo. Und sie ist kokett. Herrlich sauber, wegen Putzen. Alles klar. So, und dann macht die Locke, macht jetzt mal was Schönes. Zu Frühstück. Eier und Toast. Familiengröße. Sehr gut. Ich muss noch 3 Videospiele oder Apps programmieren. Ups. Aber kriegen wir schon hin. Mit Nadine plaudern. Ah, das geht natürlich. Sie freut sich. Yo. Ich kann den ganzen Morgen hier rumplaudern. So, jetzt ist gut. Komm. Mach Frühstück. Komm, mach ein bisschen Gas. Frühstück machen. Auftischen und dann wird, und währenddessen kann Nadine... Muss man hier ein bisschen aufräumen? Nee, ist alles sauber, ne? Die hat nichts zu tun, ey. Die hat nichts zu tun. Kalt duschen, erfrischen, ne? Kalt duschen bei Kokett. Mal wieder ein bisschen beruhigen anscheinend. Hey, hilft das? Wo das Kokette ja gar nicht so schlecht ist eigentlich, ne? Wegen Kochfähigkeit inspiriert werden. Ah, etwas ausgezeichnete Qualität herstellen. Oh oh. Das war jetzt gar keine gute Idee mit dem Duschen. Ah doch. Da ist sie wieder glücklich. Ja, mit der Sache haben wir echt unsere Probleme, ne? Unsere liebe Not. So. Alles kaputt schon wieder. Ey, die kriegt alles in den Arsch. Das kann Locke nicht duschen, da muss man halt zur Arbeit. So. Hoffentlich hockt sie nicht dazu. Ich muss Locke jetzt noch machen heute Morgen oder was, das aufräumen. Ich werd nicht mehr. Wann muss der los? Um 9, das schaffen wir im Leben nicht. Super. Super, Nadine. Ganz, ganz toll. Verboten in Zukunft, morgen zu duschen. Oder sie kriegt ihr eigenes Bad. Nein, im Haus dann, ne? So. Ich kann's auch eben kommen. Was soll's? Was soll's? Miss Stevie Flina. Schalsch. Arvini. Wie sie sich verquatschen morgens, ne? Beim Frühstück. Aber hipse du. Lalala. Na, wie geht's dir so? Mal schön gekotzt wieder. Ja, alles, was wir gestern gegessen haben. Salami, Käse, Wein, alles rausgekotzt. Alles rein hier schön in den Porzellaneimer, alles reingesetzt. Ja, du. Finde ich toll. Wegen dem Techtelmechtel nochmal, da wollte ich nochmal anknüpfen. Wie wär's, wenn wir nochmal ein Techtelmechtel heute Morgen vor der Arbeit, das kriegen wir hin, oder?
kriegen wir. Los, auf geht's, komm. Komm, komm, los. Das kriegen wir noch hin vor der Arbeit. Guck mal, es ist 8.37 Uhr. Das schaffen wir. Go, go, go. Auf geht's, komm. Das geht gut, 8.44 Uhr. Ja? Die ist schon hochschwanger, aber egal. Jawohl, scheiß drauf, jawohl. Liebe Leute, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, wir gucken mal, ob er es noch pünktlich zur Arbeit schafft. Der gute Locke. Bis dann, ciao, ciao.